So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Saint Ghost The Musician. So, wir sind wieder am Start und hatten jetzt ein Video erhalten von Lea, mit der hatten wir als letztes Foto gequatscht gehabt und die Frage war, sollen wir es nochmal mit Lea probieren oder nicht? Und ich denke, ich glaube, einer hat geschrieben, jo, lass uns das doch mal und jemand hat noch geschrieben, nö, jo. Das hilft nicht weiter. Okay, aber. Wo ist das Video? Warte mal. Ach so, da waren wir, genau. Alter, was ist da los? Genau. Das war das. Yuppie, yuppie. So. Es tut mir leid, Lea. Ich kann es einfach nicht. Okay, lass uns. Okay. Oh Gott. Verschlechtert, natürlich. Aber wir können es nicht vergessen, was geschehen ist. Unsere Trennung war nicht ohne Grund. Ja, das ist natürlich die beste Reaktion auf sowas. Ich würde sofort Schluss machen, blockieren, also dann hast du... Ich schau mal dann noch die Serie, schönen Abend noch. Sei doch jetzt nicht so eingeschnappt. Lea, bitte, wir wollten beide die Trennung. Na dann, viel Spaß noch. Außerdem ist sie berauscht. Von Whisky und, Wein. Mag sein, aber ich hoffe... Was ist los? Also nochmal. Mag sein, aber ich offenbare dir meine Gefühle und du reagierst so. Oh nein, nicht schon wieder. Mhm. Was ist das? Schatz. Die hat mich noch als Schatz gespeichert. Keine Fotos oder Videos. Du kannst Fotos und Videos mit der Kamera aufnehmen oder über deinen Finder mit deinem iPhone synchronisieren. 21 Fotos gelöscht. Keine weiteren Fotos. Super. Jetzt sind alle Fotos weg. Und der Hersteller meint, ich wäre außerhalb der Garantiezeit. Naja, passt ja irgendwie gerade. Tut mir schon leid, ne? Ja. Bis dann. Temperatur, das Handy muss abkühlen, bevor es benutzt werden kann. Ja. Okay. Fuck, Leute, schaut euch das an. Habt die Aufzeichnung von Quentins Todesnacht ausgewertet. Hier, 15 Minuten vor seinem Todeszeitpunkt. Okay, dann schauen wir mal weiter. Die Kria, die da alleine oben sitzt, ey, der Hammer. Hat eine ganz schön geile Frise, ne? Die. Ich kann gar nicht glauben, was ich da gerade gesehen habe. Das zum Thema Unfall. What? Oh mein Gott. Das erwartet uns auch. Ja, ja. Aber das Gute ist, der Geist kann nicht zu gleicher Zeit überall sein. Aber ich bin einer der Ersten. Fuck! Gerade scheiß Gänsehaut. Das ist echt heftig. Ich hätte ihnen von Anfang an vertrauen müssen. Ja? Machen Sie sich jetzt keine Vorwürfe, Herr Kruger. Ich hatte damals ebenfalls an meinen Verstand gezweifelt. Bisher konnte ich alles in meinem Leben rational erklären. Doch jetzt... Da stellt meine gesamten Glauben in Frage. Oh, die Oma, die ist so anstrengend, die Oma. Sie müsse anfangen zu glauben. Es gibt mehr als mir sehen können. Ich kann das nicht lesen. Ich weiß nicht mal, was sie da sagt.
Es ist ja einfach nur traurig und krank, diese arme Quintin. Hoffentlich musste er nicht leiden. Gerade das Video geguckt. Fuck. Einfach nur fuck. Aber ich habe da was gefunden. Gib mir noch 10 Minuten. Okay. Elke Schmidt, bitte nicht Elke Schmidt. Servus, Tomji. Bis Jonathan sie meldet, hab ich noch was. Ich soll doch nachschlagen, ob ich einen ähnlichen Fall wie du finde. Exakt so endet aber. Ja, ja. Okay. Ich gebe mir ja Mühe, ne? Ja. Henry hat wohl recht. Es wurden Fälle dokumentiert, in denen die Betroffenen eine Lösung fanden, in denen sie Unrecht aufklärten. Entschuldige fürs Texten. Ich hoffe, das hilft irgendwie weiter. Das hilft definitiv. Naja, wirklich wichtige Infos sind das jetzt nicht. Ist auf jeden Fall interessant. Danke, Elke. Mei, das freut mich. Wenn's nur was gibt, jederzeit. Oh. Ach, herrje. Naja, das wird jetzt lustig. Guten Tag. Gomez der Straße hier. Sie waren heute zu Zeugenaussage im Revier. Normalerweise regel ich derartige Sachen nicht über meinen privaten Account. Aber wenn Sie noch einmal mit meinem Sohn über Internat der Polizei ausquatschen, lernen Sie mich kennen. Mein Freund und Kupferstecher. Timon hat mir nichts Geheimnis verraten. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Ich habe mich doch nur mal erkundigt. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Helmut, der russische Name. Das ist der russischste Name, den es überhaupt gibt. Helmut Strasser. Aber der Name Strasser hört sich denn so Ukraine oder so. Das will ich Ihnen auch raten. Ich habe Sie und Ihre Freunde sowieso schon auf den Kicker. Ich finde es gerade mal gut, Ihnen so zu sprechen. Wenn Sie Fragen haben, werden diese ausschließlich an mich gestellt. Ist das klar? Dann fangen wir doch direkt damit an. Haben Sie sie schon gesehen? Haben Sie schon einen Anruf bekommen? Was ist passiert, nachdem Sie das Video gesehen haben? Geschehen Ihnen schon seltsame Sachen? Genau, warte mal. Warum meinst du Anruf? Hast du mich angerufen? Jetzt fangen Sie schon wieder damit an. Keine Ahnung, was Sie da gemacht haben, aber sobald Ihr Anruf zu Ihnen zurückverfolgen konnte, wird das einen Nachspiel haben. Sie ist es aber klar, dass er in diese Richtung denkt. Und das werde ich auch beweisen, dass Sie alle in den beiden Todesfällen verstrickt sind. Wir haben Gabriela und Quinte nichts getan. Ich sage jetzt rein gar nichts mehr. Aber das ist die Wahrheit. Sie werden mir schon glauben, wenn es bei Ihnen auch schlimmer wird. Sie werden an meine Worte denken. Okay, schön. Ich kann das gut und gerne als Bedrohung eines Beamten auslegen. Also halten Sie sich zurück und auch, was meinen Sohn natürlich angeht. Okay, gut, dass du offline bist. Ich mag ihn nicht. Warte mal. Beziehungsstatus fertig. Warum eigentlich? Instagram-Account. Wie schön, der hat einen Instagram-Account. Lass mal raufgucken. Kann ich überhaupt so über Instagram raufgehen? Von meinem PC aus? Ach komm, nee, jetzt nicht, denn nicht. Ah, kann ich das jetzt? Nein, kann ich jetzt einfach X? Ja! Okay. Okay, ihr wisst, er hat auch einen Instagram-Account. Der gute Helmut Strasser, wie er in Wirklichkeit heißt, weiß ich nicht. Ich weiß, wie der gute Professor heißt. Das ist nämlich der gute Bernd Funke. Den habe sogar ich auch natürlich abonniert bei Instagram. Ich möchte schon, dass ihr gerne die Leute hier abonniert, weil das ist ein schönes Spiel. Und sagt denn mal Hallo oder schreibt was in den Kommentaren bei denen rein. Schön. Es ist schön, dass die alle da sind. Organparty. Gerade das, achso. Leute, gerade hat mich Kommissar Strasser angeschrieben. Er hat das mit Timon rausgefunden und ist stocksauer.
Geht's noch? Der Alte sollte nicht so aus dem Aufstand machen da. Cedric. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Als Gesetzeshüter fällt es nicht immer leicht, Berufliches und Privates zu trennen. Aber Tomji hat hier noch eine Grenze überschritten. Die da wäre, indem er den Sohn mit in den Fall reingezogen hat. Ja, stimmt. Auf welcher Seite stehst du eigentlich, Henry? Manchmal muss man eben unorthodoxe Wege gehen. Wenn du ihn so gut verstehst, wieso bist du denn nicht mehr bei der Polizei? Aha! Weil du ein Gespensterkuker bist. Du siehst Gespenster. Das ist alles. Man hält dich für schwachsinnig. So nicht, Freundchen. Ach, sollen wir nochmal über den YouTube-Account reden? Jonathan ist immer noch off. Ich glaube, Jonathan ist als nächstes dran, Alter. Finde ich auch seltsam. Was hat er bloß rausgefunden? Nutzen wir die Zeit sinnvoll. Erzählen Sie mir bitte mehr über diese Gabriela, die den Erstkontakt hatte. War irgendetwas Besonderes an ihr? Irgendein bestimmtes Merkmal? Sie war esoterisch veranlagt. Sie hat sich für schwarze Magie interessiert. Sie war eine Studentin wie wir alle. Höchst interessant. Ja, ist das so, ja? Der Tod eines Mädchens ist also sehr, sehr interessant. Okay, schön. Warum fragst du überhaupt? Ich habe mir so meine Gedanken gemacht, warum der Geist eure Gruppe auserwählt. Beschäftigt sich eine Person mit einem Paranormalen, ist sie besonders anfällig für Geisterwesen. Fügen wir das Motiv der Rache in die Gleichung hinzu. Dann kann das bedeuten, dass die Geisterfrau an jemanden aus unserer Gruppe Rache will und Gabriela bloß die Schnittstelle zu demjenigen war. Einer von uns hat ihr etwas getan? Na, das glaube ich weniger. Das geht jetzt aber zu weit. Du willst doch nur von dir selber ablenken. Das ist es. Aber es muss ja einer sein aus der alten Gruppe, aus dem ganz einfachen Grunde, die sowas wie Henry Fons und auch die andere Tusnelda, die können ja, das Geistermädchen konnte nicht wissen, dass wir da irgendwann da auf die stoßen, die in unsere Gruppe sind. Auszuschließen ist diese These jedenfalls nicht. Geht's noch? Einer von uns? Never! Aha. Ja, ja, die Norma wird wieder witzig. Prost, mein lieber Fums. Anders ertrage ich ihr Geschwafel nicht. Das ist jetzt echt unnötig. Prost, Frau Ziegler. Die ist ja gut drauf. Wieder bei lacht einfach, ne? Witzig. Ja. Ah! Jetzt wird hier gedisst. Der fette Gruppenbeef. Okay. Trinken Sie nur weiter, Frau Ziegler. Kein Wunder, dass man Ihre Bücher nur als Toilettenpapier gebrauchen kann. Das ist witzig, ja. Ja, man kann darüber lachen, sehr schön. Ach, Kims, wo seid ihr denn so blind zueinander? Wie ein altes Ehepaar. Da haben sich hier zwei hier besonders die ganze dolle Liebe. Mit sehr viel Amore. So viel kann ich gar nicht lachen. So viel kann ich gar nicht trinken. Hm.
Leute, konzentriert euch. Ich habe da was. Versucht seit einer halben Stunde durchzusteigen, aber ich komme nicht weiter. Okay, es gibt ein kleines Video, Video, sowieso. Du, bidi, du, du. Flalalat. Das sind Koordinaten, oder? Was hat das zu bedeuten? Achso, warte mal, Kamera wieder an. Was hat das zu bedeuten? Meint ihr, das ist ihr Geburtsdatum und Todestag? Was wäre das für ein Geburtsdatum und Todestag? Nein. Mm-mm. Nee, nee. Ach, Blödsinn. Super, Jonathan. Fangen wir mal so an. Einfach mal so. Wolf weiß Bescheid. Er kennt sich damit aus. Kann mir nicht vorstellen, dass sie schon so alt ist. Ich mir nämlich irgendwie auch nicht. Wobei... Doch, es kommt hin, ne? Aber das wäre ja dann... Uhu, das wäre unglaublich alt. Glaube ich auch nicht, ey. Denke, es ist wieder eine weitere Hinweise. Dachte ich mir auch und... ich bin schon mal auf die Suche gegangen. Es gibt wohl eine Datenbank mit bekannten Personen, von denen Geburts- und Sterbejahr bekannt sind. Problem ist nur... Das ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Ah, da sollen wir wieder hacken. Okay. Login. Tomji, du hast doch inzwischen Erfahrung mit so etwas. Hm. Und jetzt kommt Hans. Was hoppelt durch den Wald und ist ganz heiß? Der Hans, was für ein Scheiß. Ein Kaminchen? Tomji. Aufgrund erhöhter Einsamkeit habe ich mich entschlossen, auf Partnersuche zu gehen. Jedoch möchte ich meine Erfolgschancen mit deiner Hilfe maximieren. Bei weiblichen Exemplar liegt diese bei stattlichen 55,9%. Ich benötige nun ein paar Erfahrungswerte von dir, Tomji. Beginnen wir mit der Art der Fortbewegung. Welches Transportmittel steigert am ehesten meine Anziehungskraft? Was ist denn das hier unten? Die Schubkarre. Mit einer Schubkarre bist du der Held. Oh, schön Hans verarschen, Sünde. Vielen Dank, ist gespeichert. Diese Information erhöht meine Erfolgschance auf 66,5%. Mit welchen Blumen lade ich am ehesten einen Treffer? Nelken. Kaktusse. Mit Kaktussen. Mit Rosen kannst du nichts falsch machen. Pusteblumen. Bei Pusteblumen bleibt jede Frau die Luft weg. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf jeden Fall eine Kaktus. Ich glaube, Hans wird sich noch eines Tages rächen an uns. Damit steigen die Erfolgschancen auf 74,1%. Wir nähern uns dem Ziel. Welche Speise darf ich einem Picknickkörbchen nicht wählen? Motoröl. Frauen lieben Schokolade. Mach sie mit Chili scharf. Nimm den Apfel. Chili ist cool. Danke für den Tipp. Somit liegen wir bei einer Erfolgsquote von 89,9%. Das ist doch schon ziemlich gut. Super, Hans. Bevor wir vom eigentlichen Thema abschweifen. Die angeforderten Login-Daten haben eine 256-Bit AES-Verschlüsselung. Kurz gesagt, das wird kein Sonntagsspaziergang.
Okay, ihr lieben Kinderchen, das war's für heute. Es hat mir Spaß gemacht. Witzig auch immer mit diese Tante Ziegler da und der Herr Fonzi Bonzi. Wenn sie sich immer streiten, das macht mega Spaß. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.